glaube, es ist 1985, wenn ich rechne, sind es das dann bald mal 30 Jahre. Da haben wir das Quartett gegründet an einem Abend, an einem Feierabend mit Bier, weiß ich noch. Es gab keine Quartette damals oder nur sehr wenige. Es gab das Los Angeles Guitar Quartett, das sich neu gegründet hat, und natürlich Los Romeros. Es gab wenig Originalliteratur, wir haben vieles bearbeitet und dann später Auftragskompositionen verteilt. Und am Anfang hieß das Quartett noch das Zürcher Gitarrenquartett. Das haben wir dann abgeändert in den Namen EOS Guitar Quartett, weil das niemand aussprechen konnte. Und seit, ich weiß nicht mehr wie lang genau, aber heißen wir EOS Guitar Quartett. Das ist die Göttin der Morgenröte mit dem Fingerspitzengefühl, die Feingliedrige aus der griechischen Mythologie. Es gibt sogar ein Flugzeug-Company, wo EOS heißt. Es gibt ein VW EOS und es gibt eine Kamera EOS, aber wir waren zuerst. Die erste CD war so eine Best-of oder so aus der klassischen Musik. Dann Vivaldi gespielt, Rossini, Stravinsky. Und dann die nächste war Danza Ritual. Haben wir El Amo Brujo aufgenommen. Haben wir dann auch mit der Flamenco-Sängerin Carmen Linares gemacht. Piazzolla. Eine CD mit Piazzolla. Und dann ein Projekt hatten wir, da haben Schweizer Jazzmusiker für uns geschrieben. Quadra. Und dann unser Jubiläumsprojekt natürlich. Da haben wir 20 Komponisten aus der ganzen Welt angefragt, sie sollen für uns schreiben. Es ist eine größere Sache zusammengekommen. Leo Brauer hat für dieses Projekt, er war einer der ersten, der sein Stück dann geschickt hat. Und ein paar Leute hatten wir schon gekannt. Michel Camilo hat etwas geschrieben für uns. Der Flamenco-Gitarrist José Antonio Rodríguez aus Córdoba hat uns ein sehr schönes Stück geschrieben. Dann hat John McLaughlin etwas für uns geschrieben, Mike Stern. Paco de Lucia haben wir angefragt. Er hat dann gesagt, er schreibt nie für andere Leute, aber wir sollen ein Stück von ihm bearbeiten. Haben wir dann gemacht, Cositas Buenas von Paco de Lucia. Dann haben wir eben Ralph Towner angefragt, ihn haben wir nicht gekannt. Aber er hat gesagt, als er die Liste gesehen hat, all der Leute, die da mitmachen, da muss ich auch dabei sein. Ja, eben, Ralph Towner hat diese geniale Stück so für das EOS geschrieben. Und wir haben uns entschieden, das Stück aufzunehmen. Und für die Aufnahme wollten wir einfach einen Raum mit einer guten Akustik, aber nicht unbedingt ein Studio. Wir haben das hier in diesem Raum aufgenommen, in Uster. Es ist ein Gemeinschaftsraum, der sehr gut klingt, akustisch sehr gut ist. Wir haben unseren Lieblings-Editor, Aufnahmeleiter Moritz Wetter eingeladen. Und wir haben das hier zusammen aufgenommen, in diesem Raum, wo wunderbar klingt und eine sehr entspannte Atmosphäre ist. Man sieht auch da im Grünen. Wir arbeiten schon so lange zusammen. Das ist sehr eingespielt, was wir machen. Die ganzen Abläufe sind gut strukturiert, die kommt ausgezeichnet vorbereitet an die Aufnahmen. Man kann wirklich Musik machen, es geht um Musik, man erarbeitet die Stücke intensiv. Es ist schwere Literatur, was wir aufgenommen haben, und das braucht viel Zeit. Aber letztendlich geht es um die Musik, und ich find's einfach toll.
Also Confluence, das heißt ja, das ist das Fließende, spielt eine wichtige Rolle. Und ich würde vor allem sagen, eigentlich im letzten, dritten Satz ist dieses Fließen der Musik ein ganz wichtiger Bestandteil. Die ersten zwei Sätze, vielleicht auch der zweite, ist eher ein meditatives Stück mit lang ausgehaltenen Tönen und ein Stück, das vor allem vom Klanglichen lebt. Hingegen der erste Satz ist eigentlich ein Stück, das in einem Dreivierteltakt, also in einem Walzertakt geschrieben ist, ein Jazz-Waltz eigentlich. Und wenn ich jetzt diese Musik charakterisieren möchte, es ist doch ganz eindeutig die musikalische Sprache von Ralph Towner. Wenn man Ralph Towner kennt, dann merkt man, dass da seine Ausdrucksmöglichkeiten eigentlich voll zur Geltung kommen. Zum Teil sehr gitarristisch, zum Teil weniger. Ich weiß, dass Ralph Towner sehr viel am Klavier komponiert. Das merkt man auch. Und es ist eigentlich diese Kombination bei ihm. Man spürt, dass er ja sowohl Pianist ist, wie auch Gitarrist ist. Und das kann man eigentlich in seinen Kompositionen und vor allem Kompositionen jetzt für Gitarrenquartett, wo ja die einzelne Stimme unabhängiger ist von den anderen Instrumenten. Also es ist mehr möglich, als wenn man für ein einzelnes Instrument schreibt. Naturgegeben natürlich. Wenn man für dasselbe Instrument, für eine Gitarre schreibt, dann hat man seine instrumentalen Grenzen. Und diese Grenzen sind natürlich bei vier Gitarren viel, viel weiter gesteckt. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, dass da der Einfluss des Klaviers wahrscheinlich dann deutlicher sehr spannende Zusammensetzung, dass man das Gitarrenquartett als Zentrum hat auf der ganzen CD und einmal mit Orchester, einmal nur als Gitarrenquartett so zeigt. Die drei Komponisten, die passen gut zusammen. Das ist Musik, die in einer, denke ich, ähnlichen Zeit entstanden ist. Gefällt mir sehr gut. Leo Brauer ist natürlich eine der ganz großen Figuren der klassischen Gitarre. Leo Brauer ist für uns alle Gitarristen so wirklich eine Referenz von was bedeutet heute so die Gitarre. Leo Brauer ist ein, würde ich sagen, der wichtigste Gitarrenkomponist, der heute noch lebt. Ismondiana ist ein Stück von Leo Brauer eigentlich, das er geschrieben hat über Themen von Umberto Gismonti. Er nimmt die Originalthemen und baut dann eigene Ideen ein und hat das Ganze mit Orchester. Also es ist ein Stück für vier Gitarren und Orchester. Da gibt es ja eigentlich nicht so viele. Es gibt das Concerto Andaluz von Joaquín Rodrigo, haben wir gespielt, und sonst gibt es nicht viel Schlaues. Und vor ein paar Jahren hat uns Leo Brauer angefragt, hat uns die Noten geschickt und gesagt, er würde gerne, dass wir das spielen. Er hätte gerne, dass wir das spielen. Und dann haben wir die Noten angeschaut und da ist lange nichts passiert, weil wir hatten andere Projekte. Und dann letztes Jahr, anlässlich seines 75. Geburtstags von Leo Brauer, haben wir ihn ja eingeladen an unser Gitarrenfestival in Guitar Winterthur. Und dann haben wir das mit ihm gemacht. Er ist gekommen und hat das Stück dirigiert. Und ja, war eine tolle Erfahrung. Es war
war eine spezielle Situation, weil es ein Konzertmitschnitt war. Also man hat so mikrofonieren müssen, dass es für das Publikum erträglich ist. Wir hatten eine Chance, nämlich das Konzert. Wir hatten, glaube ich, auch die Generalprobe mitgenommen, um mal was korrigieren zu können. Wir haben das Gitarrenquartett, so wie ihr das live macht, etwas verstärkt mit meinen Mikrofonen, dass ich das in der Mischung dann heranholen konnte. Wenn da ein ganzes Sinfonieorchester dahinter sitzt, kann es gut mal sein, dass die euch zusammen oder übertönen. Ja. Und das Orchester haben wir sehr traditionell mikrofoniert, Stützen in den Streicher, Stützen bei den Holzbläsern und so einzelne Instrumente, Kontrabass, was noch zu stützen war. Und das gab dann die Mischung für dieses Werk. Konzert ist, dass wir anlässlich des InGuitar Festivals in Winterthur im Jahre 2014 aufgenommen haben. Das ist ein Live-Mitschnitt von Radio SRF und wir waren so zufrieden mit dieser Live-Aufnahme, mit diesem Live-Mitschnitt, dass wir beschlossen haben, das auch zusammen mit Confluence von Ralph Tauner auf eine CD zu veröffentlichen. Und mit einem doch sehr hohen Erkennungswert, auch wenn es neue Musik ist. Es gibt Motive, es gibt Stellen, es gibt wunderbar gesungene gesungene Stellen, die ihr auch wirklich sehr schön spielt. Das ist eine ganz farbige Szene.